Ja, hallo liebe Leute, zur sechsten Folge unseres Captain of Industry Let's Plays. Hier sind wir wieder an unserer schönen automatisierten Förderstrecke und da wird heute richtig dran rumgeschraubt. Wir haben in der letzten Folge die bewässerten Farmen eingeführt, ganz am Ende noch die Tankstelle, die ich ja fast vergessen hatte. Da sieht man jetzt auch, da ist so ein Tanklaster unterwegs, der geht jetzt die Bagger vor Ort betanken. Der braucht doch gar nichts. Ach, der andere braucht. Was das Ganze vielleicht ein bisschen effizienter macht, weil die nicht jedes Mal bis zum Hafen fahren müssen, um sich selbst zu betanken, machen wir es einfach so. Genau. Punkt ist, weshalb ich umbauen möchte, ist folgender Hintergrund. Der Hauptgrund ist, damit wir was zu tun haben. Und der zweite Hauptgrund ist, damit es viel effizienter ist später. Bezüglich des ersten Grundes ist es so, wir sind bei der Forschung. Aktuell erforschen wir den Gemüseanbau und danach wollen wir die Wasserversorgung für die Siedlung. Aber wenn man mal guckt, wir brauchen die Fahrzeugrampen noch. Wir brauchen den Förderstreckenausgleich. Wir brauchen dann die intelligente Förderband, Trassenführung. Es gibt dann die Unterkünfte 2. Es gibt eine Fahrzeugverwaltung, die plus 20 Fahrzeuge gibt. Es gibt Verordnungen. Das sind alles Dinge, die wir erforschen müssen, die aber keinerlei neue Gebäude freischalten und keine neuen... keine neuen Produktionslinien freischalten. Die kommen hier, und zwar in rauen Massen. Aber dazu brauchen wir, man sieht es an den Pfeilen, müssen wir erst ins Forschungslabor 2. Und bis wir das hier alles erforscht haben, das dauert halt eine Weile. Und in der Zeit müssen wir ja was tun. Wir können ja nicht nur Däumchen drehen. Und genau deswegen möchte ich... Oh, Moment, wir haben einen Standort erkundet. Oh, wir haben eine Siedlung entdeckt. Wo? Hier unten? Lol. Da kann ich 600 Konstruktionsteile 3 gegen ein Frachtschiff handeln. Na super, das ist noch ein bisschen arg weit entfernt. Dann fährt es wieder zurück nach Hause. Der Hintergrund ist folgender. Wir haben hier schon eine Mini-Produktionsstrecke aufgebaut, weil man sieht, die machen Konstruktionsteile 1, stopfen sie hier rein, die machen Konstruktionsteile 2. Sollten wir irgendwann Konstruktionsteile 3 haben, müsste eigentlich vorne dran noch eine, wo dann die Zweier reingehen, damit Dreier rauskommen. Da wird es hier schon eng, weil uns der Bergbauturm im Weg ist. Außerdem brauchen die Holz und Beton, was wir hier nirgends haben. Beziehungsweise der Beton, ja, aber kein Holz. Dann brauchen wir hierfür Elektronik. Die Elektronik, die ist hier. Für die Elektronik brauchen wir Eisen. Das ist wieder hier. Das macht überhaupt keinen Sinn, ja, die LKWs fahren das von A nach B. Hier werden noch Konstruktionsteile gemacht, hier werden mechanische Teile gemacht, hier braucht man Gummi und Kupfer, Kupfer ist auch da hinten. Für die Kolben braucht man wieder mechanische Teile und Elektronik, das hätten wir jetzt alles hier, das könnten wir irgendwie verbinden. Aber aktuell wird alles mit LKWs gemacht und das will ich weghaben. Das heißt, wir werden jetzt hier hinten, hier ist viel freie Fläche, hier werde ich jetzt, weil hier kommt Kupfer raus, und später bauen wir da vielleicht noch einen zweiten Katalysator hin, wenn wir hier zwei mehr Schmelzen haben. Dann kommt hier das Kupfer raus. Hier wird das Eisen gelagert. Das können wir auch hier rumleiten. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier an. Und zwar würde ich das Ganze im Blaupausenmodus aufbauen, weil das wird verdammt teuer. Aber hocheffizient. Genau. Ich würde gerne anfangen mit... Das ist jetzt eine gute Frage... Wie man das am geschicktesten aufzieht. Eisen. Ich werde hier mal Eisen hinsetzen. Das wird, ich stelle es auch schon mal ein, damit uns das nicht abhanden gerät. So, hier ist ein Eisenlager. Nebendran werden wir ein Lager haben für Beton. Und nochmal nebendran werden wir ein Lager haben für Holz. So, das wären die ersten drei wichtigen. Daneben hätte ich dann gern ein Lager für Kupfer. Und noch ein Lager für Gummi. Das sind, glaube ich, jetzt erstmal die wichtigsten Dinge, die wir für all das brauchen. So, und jetzt kommen die Produktionsgebäude. Jetzt wird es nämlich richtig interessant. Ich fange mit kleinen Hallen an. So, Gummi und Kupfer brauchen wir für, jetzt muss man ab und zu spickeln, für die Elektronik. Die Elektronik braucht Gummi und Kupfer. Das sind die zwei Lagerhäuser. Wir haben aktuell zweimal Elektronik, deswegen würde ich sagen, baue ich hier auch zweimal
Elektronik hin. Das ist die Frage des Abstandes. Damit wir die Förderbänder auch übereinander gelegt kriegen. Ich probiere es mal so im ersten Schritt. So, zweimal Elektronik. Das wählen wir auch gleich aus. So, und dazu müssen wir jetzt... Welches brauchen wir? Das hier. Dafür werden wir hier jetzt einmal... das so verbinden. So, jetzt werden die zwei Elektronikwerke gespeist aus den Lagern. Das ist schon mal gut und dann bauen wir hinten dran. Mit wie viel Abstand? Ich denke, so viel brauchen wir nicht, oder? Ich mach mal so. Bauen wir selbstverständlich ein Lager für Elektronik. Ja, weil da muss das ja dann rein. So, damit haben wir ein Elektroniklager. Dann hätten wir das schon mal aufgezogen. So, und jetzt wird's kniffelig. Jetzt brauchen wir mechanische Teile. Wie haben wir die aktuell? Kolben brauchen wir auch noch. Mechanische Teile haben wir aktuell nur eins. Und das braucht nur Eisen, sonst nix. Okay. Eisen ist hier oben. Ja, aber Eisen brauchen wir jetzt für alles, was noch kommt. Das heißt, ich gucke hier mal kurz, wie viel Abstand das ist. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16. Ich setze mal das dahin. Das ist ungefähr so die Höhe des Lagers. Denke, das müsste passen, weil wenn ich hier jetzt, keine Ahnung, 5 Montagehallen hinstelle und muss mit Eisen überall rein und mit Holz und Beton auch in viele, brauchen wir dazwischen viel Platz, damit wir die Förderbänder gelegt kriegen. Das heißt, ich würde das tatsächlich mal so anfangen. Boah. So vielleicht. Eins. Einmal mechanisches Teil. Nochmal mechanisches Teil. Wir werden später mehr brauchen. Und dann Konstruktionsteile, 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 Konstruktionsteile. Da haben wir aktuell 4 Stück. 2 sind hier. Und 2 sind hier drüben, genau. Das sind jetzt die 4 Stück. Oh Gott, ich sehe schon, das wird gigantisch. Das wird gigantisch. So, hier wollen wir machen mechanische Teile. Hier wollen wir machen mechanische Teile. Da haben wir aktuell nur einen, aber wir werden früher oder später eh einen zweiten brauchen. Deswegen setze ich ihn schon mal hin. Wir müssen ihn ja noch nicht bauen. So, mechanische Teile. Und in den restlichen 4 machen wir Konstruktionsteile 1. Oh Gott, wir werden Eisen brauchen bis zum Umfallen. So, und jetzt ist die große Frage. Das ist das Eisenlager, das muss überall dran. Gnadenlos. Volles Rohr. Das werden wir als erstes bauen, weil was überall dran muss. Machen wir als erstes. Möglichst weit nach vorne. Dann gehst du direkt hier rüber. Der braucht ja nur mechanische Teile, das heißt... Ja, wir brauchen es dann gar nicht so weit. So. Der braucht auch nur mechanische Teile. Nur Eisen. Die beiden brauchen nur Eisen, sonst nichts. Das heißt, die 2 sind schon fertig. So, und jetzt kommen die Kollegen hier hinten. Jetzt haben wir hier nicht genug Platz gelassen. Das war schon schlecht. Wieso ich sage, dass es schlecht ist? Wir müssen ja mit Beton und Holz hier drüber. Und für ein Förderband brauchst du 3 Felder, um nach unten zu kommen. Und wir haben nur 2 freigelassen. Das war schon schlecht. Das heißt, da müssen wir leider nochmal ran. Ich mach nochmal ein bisschen weg. Wir machen es so. Einmal. Zweimal. So, dann nochmal hier Eisen. So, und das andere machen wir mit dem Förderband. Ja, du gehst gleich mal ganz nach außen. Eisen machen wir jetzt immer ins Äußerste. Da
Dann ist es vielleicht am ehesten zu überblicken. Ah, dann haben wir es hier anders. Dann haben wir hier anders. Dann mache ich es hier auch, damit es einheitlich ist. Sonst blicken wir später, blickt hinterher keiner mehr durch. So, Eisen geht jetzt immer ins Linkeste. So, und jetzt kommt der Beton. So, und jetzt wird es spannend. Wir wollen das nämlich... Eigentlich reicht uns ein Ausgang. Beton machen wir jetzt immer ins Mittlere. Das heißt, du kannst hier hin. Und du... Ja, da reichen jetzt... Das ist jetzt wieder zu knapp, ne? Verflucht. Aber wir können hier oben ansetzen. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Wir bauen es einfach oben drüber. Wenn er es nur machen würde. Wieso macht er das so? Ich will nicht unten anschließen, ich will oben drauf bauen. Wenn ich hier vorne hingehe, dann kann er es. Ne? Das ist jetzt wieder ein Gefummel. Ich will... Hier, hier war's. Noch eins weiter? Danke. So, und dann darunter. Perfekt. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Ist ja ein Traum. So. So, ja, ist ja super. Dann haben wir das gestapelt. Perfekt. Dann haben wir den Beton und das gleiche machen wir jetzt noch mit Holz. Ja, Holz machen wir aber hinten dran. Definitiv. Weil das kann ich nicht nochmal drüber stapeln, sonst kommen wir nicht runter. Auch wenn es gut gewesen wäre. Aber da haben wir wieder nicht genug Platz gelassen. Und ich baue jetzt nicht nochmal alles neu. Holz können wir doch da hinten rüber bauen. Macht er da einen riesen Berg hin? Das wollen wir natürlich nicht. Machen wir es hier bitte. Danke. Das geht nicht? Warum geht das nicht? Oh nein. Ah, weil... Nee, das geht allgemein nicht, was wir hier planen. Fuck, dann müssen wir es doch nochmal neu machen. Das ist genau das, was ich gemeint habe. So, jetzt langsam. Jetzt haben wir erstmal Meldungen hier. Es kann nichts mehr abgebaut werden an den Bergbaukontrolltürmen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Da müssen wir natürlich erstmal wieder was tun. Bitte hier weitermachen. Wenn es geht. Oh, das war nichts hier. Da habt ihr jetzt erstmal wieder zu tun. So, und welches war der andere? Beim Kupfer. Sonst wird hier ja gar nicht mehr gearbeitet. Das wäre katastrophal. Bitte das ganze Kupfer hier abbauen, wenn es geht. Alles, was da so rumliegt. So, jetzt haben die wieder zu tun. Gut, der Gemüseanbau ist abgeschlossen. Danach gucken wir schnell mal. Ne, das machen wir jetzt nicht. Doch, das machen wir. Wir nehmen einmal Kartoffel raus und machen dafür Gemüse bei beiden Farmen. Und dafür brauchen wir aber einen zweiten Lebensmittelmarkt, der dann Gemüse lagert. So, damit wäre das schon erledigt. Oh, bauen sollten wir es auch noch. So, dann haben wir das schon erledigt. Jetzt wird erforscht die Wasserversorgung für Siedlungen. Das ist gut. Derweil können wir hier weitermachen. Und müssen nochmal neu. Schade, dass man hier nicht alles auf einmal abreißen. Oh doch, kann man. Ist ja ein Traum. Ja, es tut mir leid, dass wir jetzt nochmal von vorne müssen. Aber wer das Spiel selber spielt, der weiß, warum. Man plant viel, man überlegt sich viel und unterm Strich klappt es dann doch nie. So, wenn ich das dreimal stapeln möchte, dann ist das erste flach, das zweite ist 1 hoch und das dritte ist 2 hoch. Das wäre dann so. Die Frage ist, wie viel Platz brauche ich, damit ich von 2 hoch runterkomme? Reichen mir da 4 Stück? Ich teste. Nein, 4 Stück reichen nicht, dann wären es 5 sein müssen. Ups. Könnte ich mir vorstellen. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Wir testen nochmal. Komme ich bei 5 Stück runter? Na? Ja.
Also man braucht bei 2 hoch, brauchen wir 5 Abstand. Habe ich das richtig gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Genau so. Das heißt, jetzt können wir es nochmal richtig machen. 5 Abstand, haben wir gelernt. Gut, also wir fangen nochmal mit Eisen an. 5 Abstand haben wir gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, also Eisen hier. Und dann haben wir gesagt, wir gehen immer ganz links. So, und das andere wollten wir von hier befüllen. So, und jetzt können wir das nämlich stapeln. Hoffe ich. So, jetzt kommt der Beton. Der geht eins nach oben. Schließt sich erstmal hier an. Und geht dann von hier oben weiter bis hier hin. Jetzt wird es wieder fummelig. Ah, da war's. Ah, hier hin, genau. Und dann darunter. Das geht auch. Uff. Der Beton geht jetzt immer in die Mitte. So, wunderbar. Und jetzt kommt das Holz und das stapeln wir jetzt noch oben drauf, theoretisch. Ups. Bis hierhin. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wo ist der richtige? Wo muss ich mit der Maus hin? Boah, der hat echt Mühe hier, seht ihr das? Hier geht's. Na? Ja, und jetzt nur gerade, bitte. Ja, dann mache ich es erstmal so. Ah, halt. Dann mache ich es erstmal so und reiß einfach den vordersten wieder ab. Also da hat das Baumenü noch... Ach so, aber die Knick lässt da drin. Oh. Da hat das Baumenü echt noch Verbesserungsbedarf. Kann jetzt hier runter? Ja, jetzt haben wir es. So, und du gehst von hier runter. Oh, wow. Alter, wenn das läuft, das wird so befriedigend. Das wird so befriedigend. Ich bin ja beruflich in der Automatisierungstechnik tätig. Ich mache das ja beruflich. Und bei uns gibt es ja diesen geflügelten Spruch, warum soll ich in 30 Minuten irgendwas von Hand machen, wenn ich 6 Stunden lang automatisieren kann und danach glücklich bin. Ja? Das ist einfach... Es hat einfach was, ja. So, jetzt haben wir hier mechanische Teile. Oh, das wird sogar schon angezeigt. Das ist wunderbar. Die gehen hier in ein Lager. Brauchen wir da viel Platz? Ich überlege gerade. Ein bisschen mehr mache ich mal. Nur sicherheitshalber. Da gehen jetzt die mechanischen Teile rein. So. Hätten wir das auch. Puh. So, und jetzt ist die große Frage. Wir haben aktuell 2 Gebäude für Konstruktionsteile 2. Die werde ich jetzt da hinten dranhängen. Nämlich genau hier. Ziemlich auf der gleichen Höhe, wenn es geht. Einmal. Und, na, kein elektrisches. Kein elektrisches. Ah, weg. Normale Halle. Wir planen erstmal mit normalen Hallen. So, gleiche Höhe. Gleiche Höhe. So, und die brauchen für Teil 2, jetzt wird es nämlich schon kniffelig, brauchen die jetzt Elektrik und Teil 1. Teil 1 ist kein Problem. Das ziehen wir einfach hier ran. Problem ist die Elektrik. Und ich glaube, dafür haben wir es zu eng gebaut. Die Elektrik ist hier drin. Das kann ich hier entlang legen und dann immer runterziehen. Auch bei den oberen dann, die ich auch schon mal hinbaue. Wir werden ja später hier noch mehr haben. So. Ne, Moment. So mag ich es vielleicht doch nicht. Wir können ja nicht alle. Wir können ja nicht alle Teile wegschmeißen. So, so ist besser. So, ich sag gleich, was ich mir dabei denke. Ich muss es nur fertig machen erst. So.
Wir können ja nicht alle Konstruktionsteile 1 zu Konstruktionsteilen 2 machen. Wir brauchen ja auch die 1er-Teile noch, um Sachen zu bauen. Das heißt, eine Halle, die 1er-Teile macht, da reicht eine, weil von denen brauchen wir später immer weniger, liefert ins Lager. Das ist wichtig. So, und die machen alle Teile 2. Und da kann man nämlich dann hinten dran auch problemlos dann Teil 3 bauen. Ne? So, und jetzt kommt wieder die Elektronik. Und jetzt ist das Problem, dass ich es vermutlich zu eng gebaut habe. Lass mich mal was probieren. Nee, das geht. Das geht. Jetzt müsste ich doch eigentlich von hier oben dann da runterkommen, oder? Ja. Okay, das passt. Wir haben es nicht zu eng gebaut. Wir haben es exakt zufällig exakt richtig gebaut. So, das heißt, die Konstruktionsteile 1 werden erstmal hier rüber überführt. So, und jetzt kommt die Elektronik von hier hinten. So, und die geht jetzt 1 hoch. Und die können wir jetzt ganz hier durchziehen. Bis hier hin. Und dann geht sie hier rein. Von hier... Oh. Von hier geht sie hier rein. Und von hier geht sie hier rein. Wunderbar, damit haben wir Teile 2 schon fertig. Puh! Und bei den Teilen 2 machen wir jetzt genau das gleiche, wie wir es bei Teile 1 gemacht haben. Ein Teil 1 geht ins Lager und die nächsten 3 werden verarbeitet zu Teil 2. So, jetzt geht von Teil 2, geht 1 ins Lager und die letzten 2 werden dann verarbeitet zu Teil 3, wenn es denn dann soweit ist. Wir planen schon mal ein bisschen voraus, dann brauchen wir nachher nicht alles umbauen. Hoffe ich. Ich hoffe echt, dass das tragfähig ist. Also hier wird Teil 1 gelagert und hier wird dann Teil 2 gelagert. So, hier werden mechanische Teile gelagert. Was uns jetzt noch fehlt, sind Kolben. Das ist das Letzte, weil die brauchen wir ja für Fahrzeuge. Und für Kolben brauchte man... Oh je, Eisen. Ups, meine Freunde. Upsi. So, Elektronik ist hier, mechanische Teile sind hier. Das ist gar nicht das Problem jetzt, glaube ich. Oh je. Okay, wir machen eine Halle. Für Kolben. Die machen wir mal hier hin. Oh je. Oder machen wir sie... So hin. Oh, das ist jetzt knifflig. Ich mach sie mal hier hin. Wir können ja noch verschieben. So, hier sollen jetzt Kolben gemacht werden. Dafür brauchen wir Eisen, mechanische Teile und Elektronik. Puh, mechanische Teile ist nicht schwer. Die schieben wir einfach hier rüber. Elektronik ist eigentlich auch nicht sonderlich schwer. Die können wir hier irgendwo abzweigen. Glaube ich, denke ich. Ist am einfachsten, wenn wir die hier oben... Ja, jetzt haben wir... Jetzt ist da ausgerechnet der Knick. Dann machen wir das Stück hier nochmal neu. Dass da jetzt nicht gerade der Knick ist. So, hier wieder anschließen. So, jetzt kann ich nämlich hier entlang. Mit meiner Elektronik. Hier rüber. Und da runter. Und da haben wir auch Platz gelassen, dadurch, dass es jetzt hochgebaut ist. Falls wir nochmal für irgendwas mechanische Teile brauchen, kann ich die hier seitlich rausziehen. So, das Problem ist, wir brauchen jetzt Eisen. Und Eisen muss jetzt... Das können wir hier abgreifen. Ja, das bauen wir wieder übereinander. Das ist doch überhaupt kein Problem. Das ist Eisen. Das holen wir uns hier. Ziehen es dann 2 hoch. Ziehen es hier rum. Bis hier, wenn es geht. Oh weh. Da war's. Hier. Dann hier rüber. Und dann runter. Ja, easy, ne? So. Dann haben wir das hier wieder ein bisschen gestapelt, aber das ist in Ordnung. Ich sage euch, wenn das fertig ist, wenn das funktioniert... Dann fresse ich einen Besen, ey. Dann fresse ich echt einen Besen.
wenn das funktioniert. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Sachen noch hier rübergelegt kriegen. Was ist eigentlich das hier für eine Wasserleitung? Wer hat die denn gebaut? Wer hat das? Was ist das denn? Und warum fließt da überhaupt kein Wasser? Ach, weil wir keins brauchen, weil alles stillsteht, weil wir genug Material von allem haben. Ja, dann können wir auch umbauen. Dann schaffen wir hier mal Platz. Hier ist schon Stufe 3. Mach das mal weg, bitte. Dann machen wir das mal neu. Und während derweil schon mal das Eisen. Wo war Eisen drin? Hier war Kupfer drin. Eisen war ganz hier vorne drin. Ah, das ist ja easy. Ja. Das werden wir einfach hier anschließen. Dann geht das Eisen in dieses Lager und von diesem Lager in dieses Lager und von dort. Okay, das passt. So, das wäre erledigt. Da ist noch ein Knick, den wir nicht wollen. Den machen wir auch noch weg. Und dann bauen wir die Rohrleitung hier in einer vernünftigen Höhe zu Ende. So, das muss hier ran. Es muss nur jetzt jemand dieses Stück Eisen abholen, wenn es geht. Kann da irgendjemand bitte das Stück Rohr abtransportieren? Oder nicht? Bitte? Ja, es ist schon abgerissen, oder? Ja. Es müsste nur jemand holen. Da kommt einer. Danke. Einmal einsammeln. Wieso kann ich das da jetzt nicht anschließen? Weil ich eins zu weit gebaut habe. Ne? So, die Wasserversorgung für Siedlungen ist abgeschlossen. Inkompetenter Anschluss? Warum? Ach so, weil das Richtung ändern. Nein. Hier dran, bitte. So, jetzt hat. Da ist kein... Ach so, das war ja alles verkehrt rum. Richtung ändern. Richtung ändern. Richtung ändern. Da ist überhaupt kein Wasser geflossen. Alter, wir sind die Oberspezialisten. Hier war ja vorher der Regensammler. Und wegen dem Regensammler musste das Wasser in diese Richtung laufen, also nach links. Und den Regensammler haben wir ja abgerissen zugunsten der Grundwasserpumpe, aber wir haben das Rohr nicht umgedreht. Deswegen hat die Kupferschmiede die ganze Zeit überhaupt kein Wasser bekommen. So viel dazu. So, keine Forschung mehr ausgewählt. Wir erforschen jetzt die Fahrzeugrampen und danach mal diese ganzen Förderstreckensachen. Dann ist das nämlich mal erledigt. So, die bauen die Rohre hier auf. Das ist gut. Jetzt gucken wir schnell nach der Wasserversorgung. Nee, das machen wir später. Ich will jetzt hier erst fertig machen. Unbedingt. So, hier ist Beton, hier ist Holz, hier ist Kupfer. So, Kupfer ist wichtig. Der Kupfer kommt nämlich von hier. Den ziehen wir extra weit hoch. Nee, das ist nicht gut. Ah, das ist nicht gut. Jetzt ist es doch blöder, als ich dachte. Ja, vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Ja, das geht. Das geht. So. Ja. Ich habe den nämlich jetzt bewusst ein bisschen höher gemacht, weil Holz ist das Einzige, was mit LKWs angeliefert werden muss, weil das kommt ja von Bäume fällen. Und da muss Platz sein, dass die unten durch können. Und wenn ich den nur eins hoch mache, kommen die LKWs nicht mehr ans Lager. Und das wäre etwas ungünstig. So, und jetzt fehlt noch der Beton. Den guten Beton. Den holen wir einfach von hier, ne? Ah, da kommen wir nicht ganz unten durch. Immer noch nicht. Jetzt aber, oder? Ja. So. Dann geht der Beton nämlich direkt ins Lager.
So ein Gummi. Gummi ist ein bisschen ein Problem, weil Gummi ist hier unten. Das müssen wir tatsächlich weiterhin mit LKWs transportieren. Zumindest vorerst mal. Aber damit wären wir hier jetzt fertig. So sieht das Ganze mal aus dann. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Wir haben jetzt eine halbe Stunde dafür gebraucht. Ich glaube nicht, dass wir das heute in Betrieb nehmen können. Aber wir fangen zumindest mal an, das Ding zu bauen. Ich muss jetzt erstmal gucken. Kupfer haben wir genug. Es fehlt uns grandios an Eisenerz. Wir bräuchten hier mehr LKWs. Wir müssen noch mal ein paar LKWs bauen. So, und derweil kümmern wir uns. Hier sind Kartoffeln drin. Hier kommt mittlerweile Gemüse. Das finde ich super. Und jetzt wollen wir noch die Wasserversorgung für die Siedlung machen. Da haben wir ein Wasserwerk. Das bauen wir mal hier hinten dran. Ich denke, das ist ein guter Platz. Dann brauchen wir dafür noch ein Abwasserrohr, weil das Abwasser muss ja auch irgendwo weg. Wir dürfen dem Hafen nicht in die Quere kommen. So. Oh, wir sind dem Hafen in die Quere gekommen. Immer noch? Ja, Himmel. Wie weit müssen wir denn da noch weg? Geht auch noch nicht. Hä, wieso sind denn da immer noch Schiffe blockiert? Das Rohr ist doch wirklich, wirklich elend. Okay, der Hafen nervt mich jetzt schon. Okay, jetzt sind wir weit genug weg. Und hier? Sind wir schon wieder zu nah. Okay, da muss es halt da hinten bleiben. Es hilft nichts. Aber ich will es ein bisschen weiter ins Wasser reinbauen. So, das passt. Gut, und dafür brauchen wir jetzt für unser Wasserwerk, brauchen wir jetzt einen Frischwasseranschluss. Den können wir hier drüben abgreifen. Ich weiß gar nicht, wie hoch, auf welcher Höhe müssen wir das denn bauen. Hier ungefähr. Kommt das hin? Nee. Ach so, doch, hätte er gepasst. Der hat da einen Knick reingebaut, wo keiner hingesollt hat. So. Damit hätten die... Wäre das der Frischwasseranschluss. Den können wir hier holen. Und das Abwasser muss jetzt darüber noch, ne? Ja. Da drunter, bitte. Das 2 hoch? Ja, ist es. So, bitte einmal hier rüber zu. Wie weit? Bis hier. Und dann hier rüber. Und dann da dran, bitte. Dann hätten wir das Abwasser auch weg. Weil wenn ich hier mal reingucke jetzt, die Siedlung hat... Okay, das passt. Das sieht ziemlich gut aus. Halt schade, dass wir die Anschlüsse hier so über Kreuz bauen müssen, aber die sind halt verkehrt rum. Naja, aber das ist eigentlich ganz okay. Die Fahrzeugrampen sind gleich fertig, das ist super. Wasseranschluss läuft, Holz läuft, die Farmen laufen. Das gefällt mir alles doch ganz gut. So, die Fahrzeugrampen sind abgeschlossen. Da will ich jetzt gleich verwenden. Was kostet so eine mittlere Fahrzeugrampe? Die können wir uns ja üppig leisten. Die baue ich jetzt hier hin. Vielleicht so. Dann können wir nämlich die Förderbänder unten durchlegen. So, und während ihr die Fahrzeugrampe baut... Mache ich schon mal die Förderbänder. So, ach du gute Güte. Man braucht verschiedene Förderbänder für Gemüse und Kartoffeln. Na, Glückwunsch. Na, Glückwunsch. Naja, ich kann die ja mal hier unten durchlegen. Und hier an den Lebensmittelmarkt. Das ist ja schon mal nicht so wild. Und das brauchen wir für die Kartoffeln. Die Kartoffeln lege ich hier drüben durch. Jetzt kriegen wir zwar den Abfall da nicht mehr raus, aber das ist erstmal egal. So, das wäre einmal. Erster Streich. So, das Problem ist, wir müssen das jetzt da anbinden.
Das heißt, wir machen es mal so. So, dann gehen wir eins hoch. Bis wir drüber sind. Ja, da war's. Oder wir machen es so. Das passt auch. Schließen das da an. Und das andere können wir ja ganz easy hier anschließen. So. Dann braucht man nämlich dafür auch keine LKWs mehr. Dann geht das nämlich automatisch in die Lebensmittelmärkte und die Autos können drüber fahren. Nicht wahr? Was kostet uns der Spaß? Was haben wir denn? Ja, wir haben aktuell mehr als genug. Dann lass uns das gleich aufbauen, bitte. Dann ist es erledigt. Huch. Was fehlt denn da noch? Ach, das Stückchen da hinten. Dann bau dir mal schnell diese Förderstrecken. Den Abfall können sie immer noch abholen. Das reicht von hier. Wenn der LKW hier hinfährt, kann er den Abfall holen. Das passt schon. Genau. Dann hätten wir das soweit. An Kupfererz fehlt es uns auch grandios aktuell noch. Da müssten wir vielleicht auch mal noch was tun. Noch einen LKW einstellen vielleicht. Wir haben ja jetzt ein paar gebaut. Vielleicht geben wir auch mal noch einen Bagger in Auftrag, den wir dann bei Bedarf irgendwo einsetzen. Kohle haben wir mehr als genug, das ist gut. Und nach dem Benzin müssen wir jetzt auch gucken, aber das Lager ist noch voll. Weil wenn es der Diesel ausgeht, ist alles zu spät. Dann schicken wir nochmal unser Schiff los, irgendwo hin, wo es noch nicht war. Hier hoch zum Beispiel. Haben wir es geschickt? Ja. So, die Förderbänder werden fertig. Sieht so aus. Das funktioniert. Dann brauchen wir uns hier nämlich um nichts mehr kümmern. Da haben wir wieder jede Menge LKWs freigemacht. Da kommen die Kartoffeln. Die sehen aber seltsam aus. Ja gut, das sind Berge von Kartoffeln. Aber das ist okay. Hier kommen auch Kartoffeln. Die machen gerade beide Kartoffeln. Ne, er macht Gemüse. Ah, der hatte noch auf Lager. Okay. Genauso wie er. Wow. Der hat Kartoffeln gemacht, dann hat er Gemüse gemacht, dann macht er jetzt gerade die Ruhephase und da kommen jetzt noch Kartoffeln raus. Ja, weil das Lager voll ist. Die staunt sich jetzt halt auf dem Förderband. Aber das macht nichts. Das läuft. Die Wasserversorgung ist sichergestellt. Da kommt Wasser. Reicht das nicht? Ist die Wasserversorgung überfordert? Die Pumpe? Nö. Bisschen vielleicht. Na, das geht aber noch, oder? Das gucken wir uns in der nächsten Folge in Ruhe an. Das lassen wir jetzt erstmal so, das passt. Die hatten bis vor 5 Minuten kein Wasser, deswegen wird es jetzt nicht so dringend sein. Und dann würde ich die Folge heute hier beenden. Mit Blick auf das, was uns in der nächsten erwartet. Weil das möchte ich dann aufbauen. Und dann können wir entsprechend diesen Komplex hier und diesen Komplex hier abreißen. Das haben wir dann alles hier konzentriert auf einem Fleck. Da bin ich wirklich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Da freue ich mich sehr drauf. Dann bedanke ich mich beim Zuschauen. Ich weiß nicht, wie spannend das war, heute so einen Komplex zu planen. Also ich sage euch, wenn man das selber macht, ist es ultra spaßig. Ja. Ich weiß nicht, wie es beim Zugucken ist. Mir hat es einen echten Spaß gemacht. Und dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir das Ding dann hochziehen. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.